Meine Tätowierungen begleiten mich mein Leben lang und seitdem ich 14 Jahre alt bin und mein erstes Tattoo bekommen habe, ist der Gang zum Tätowierer regelrecht normal geworden. Ich habe am Anfang ein Tattoo bekommen, einfach weil es jeder gemacht hat. Irgendwann mal kamen immer mehr dazu. Als es dann irgendwann mal darum ging, Motive miteinander zu verbinden und wirklich großflächig zu tätowieren, bin ich natürlich viel mehr in die Szene eingetaucht. Habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, viele Künstler kennengelernt, viele Tattoo-Models kennengelernt und war einfach von diesem Lebensstil angetan, der mich zu dem macht, auch was ich bin. Ohne diese Tätowierungen wäre ich nicht ich. Und die Künstler, die mir geholfen haben, mich zu entwickeln, haben natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Es ist schade, dass gerade das die Szene Tätowierer, Künstler allgemein beschädigt wird. Man kann mit Kunst so viel ausdrücken. Ich kann mich mit Kunst ausdrücken. Ich kann euch zeigen, ich liebe das Leben. Das Leben ist bunt, das Leben ist kreativ, das Leben ist verrückt. Wo bleibt das alles, wenn die Kunst zerstört wird? Wo bleibt das alles? Zu mir selber, mich haben Tätowierungen oftmals auch vor schwierigen Herausforderungen gestellt, in meinem Berufsleben genauso wie im Leben, wenn ich Leute getroffen habe. Aber zurück zum Kern bin ich immer ich geblieben. Und viele Leute, die mich gar nicht kennenlernen möchten aufgrund meines Aussehens, bleiben halt gleich weg. Und diese Menschen brauche ich auch überhaupt gar nicht. Ja, das zum Thema Tätowierer, tätowiert sein. Ich hoffe, das reicht. Hello! Ich dachte, ich nenne euch jetzt mal ein paar Gründe, warum ich absolut auf Tattoos stehe. Warum ich Tattoos habe als allererstes, muss ich gestehen. Ich finde Tattoos so unglaublich sexy. Ich finde, es macht die Menschen so attraktiv, wenn sie tätowiert sind. Ich liebe es, wenn eine Geschichte dahinter steckt und ja, es einfach nach außen hin gezeigt wird. Genauso finde ich es aber wunderschön, wenn die Tattoos völlig bedeutungslos sind und einfach nur mega gut aussehen. Ich finde es so schön, dass jeder Mensch sie tragen kann und dass es so zeitlos ist, dass es an jedem einfach wunderschön aussieht und ja, ich liebe es einfach. Wie meine Oma immer so gerne fragt, Kind, wieso bist du eigentlich tätowiert? Willst du nicht sein wie die anderen? Nein, genau deswegen tätowiere ich mich auch, um mich selbst zu entfalten, um meine Persönlichkeit zu äußern, weil ich, wenn ich alt bin, sowieso hässlich aussehen werde und dann lieber mit schöner Farbe unter der Haut. So, tätowiert sein ist für mich nicht gleich tätowiert sein, sondern es ist, für mich ist es die Kunst auf meinem Körper und dass ich das so ausleben kann, wie ich es möchte. Und manche Dinge sind mit Erinnerungen verbunden und manche Dinge, weil ich sie schön finde oder weil sie mich ausmachen. Und mir bedeutet das viel, dass ich tätowiert bin, weil es mein Lebensstil ist. Also der Grund, warum ich tätowiert bin, ist, dass ich die wichtigsten Personen in meinem Leben immer bei mir haben möchte, sie nicht vergessen möchte, auch mein Haustier immer bei mir haben will. Das zeige ich auch sehr, sehr gerne, diese Kunst auf meiner Haut. Ich verarbeite Schmerz damit und auch Freude. Die wichtigsten Ereignisse in meinem Leben möchte ich gerne immer bei mir haben und habe sie mir mit Stolz tätowiert, dass ich sie auch niemals vergesse. Ich verarbeite auch Schmerz damit. Ich habe ein sehr wichtiges Familienmitglied verloren. Das war auch eines meiner ersten Tattoos. Das trage ich immer bei mir und zeige es auch sehr, sehr gerne und freue mich immer wieder auf den Sommer, wenn es wärmer wird und man T-Shirts tragen kann, kurze Hosen und ich allen Leuten meine Tattoos zeigen kann. Und ja, bin super dankbar, dass ich so eine schöne Kunst auf meiner Haut trage und ja, kann es nur allen empfehlen, seine Ereignisse, Freude, Schmerz so verarbeiten zu können. Für mich bedeuten Tattoos, dass du immer das Wichtigste bei dir hast, sei es deine Familie oder irgendwelche Erinnerungen, die dir ganz viel bedeuten. Und es bedeutet ganz viel Schmerz, weil Sascha ein Riesenwichser ist.
Ich habe Tattoos in erster Linie, weil ich es schön finde. Natürlich haben auch die meisten eine tiefere Bedeutung, wo man dann auch nochmal so auf psychologischer Ebene was aufarbeiten konnte, sage ich mal, beziehungsweise verarbeiten konnte oder es mir einfach Kraft gibt und auch dieser ganze Prozess, das Ganze mit dem Tätowierer zusammen zu entwickeln und dann auf die Haut zu bringen und dann die Schmerzen durchzustehen. Und wenn man dann weiß, wenn die Leute einen sehen, dass sie wissen, was man durchgestanden hat, das gibt eben auch eine Art Selbstbewusstsein. Und ja, es ist auf jeden Fall für mich ein wichtiger Teil meines Lebens und bedeutet mir ziemlich viel und nicht nur rein von der Optik her. Ja, hi. Ich habe Tattoos, um einfach meine Persönlichkeit damit zum Ausdruck zu bringen und sie in einem sehr kunstvollen Bild auf meiner Haut tragen möchte und kann. Ich habe mich tätowiert an sich einfach so. Meine Tattoos haben keinerlei Bedeutung und ich will einfach mit meinen Tattoos ausdrücken, dass ich kein anderer Mensch bin als vorher. Ich sag mal, mir gefallen meine Tattoos. Klar, nicht jedem gefällt's, aber mir ist es egal. Ich denke einfach, Hauptsache tätowiert sein und fertig, ohne jegliche Bedeutung. Keins meiner Tattoos hat eine Bedeutung, die ich bis jetzt habe. Und es sollen noch einige dazukommen, ohne jegliche Bedeutung. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch für Tattoos, Body Modifications, alles. An sich sollte man in der Szene unter Tätowierten ja wohl auch miteinander gut umgehen können. Gibt ja immer leider noch die, die meinen, die wären was Besseres und irgendwie einen runtermachen, nur weil man nicht so perfekte Tattoos hat wie die, dass sie sich bei sich vorstellen. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wie ich ja so schön sage. Meine Tattoos haben Bedeutung und das finde ich mega schön. Deswegen werden da auch noch mehr kommen. Und es sieht auch mega aus, wenn so viele Menschen auf dieser Welt so verschiedene Kunstwerke auf der Haut tragen. Jo. Hi, mein Name ist Nora und ich mag Tattoos wirklich sehr, weil ich der Meinung bin, dass sie Menschen attraktiver machen. Allein schon wegen deren Gedanken, deren Emotionen, die sie auf deren Körper verewigen lassen und es wirklich für immer bleibt. Das ist für mich wirklich ein Grund, warum ich Tattoos wirklich sehr mag und auch Tattoos habe. Ich zum Beispiel mag meine Tattoos wirklich sehr und möchte auch gerne Tätowiererin werden, dass andere Leute meine Kunst tragen und damit glücklich sind. Hallo, ich bin's Patricia. Ich finde Tätowieren einen themenrelevanten Beruf, weil ich bin selbst tätowiert und ich habe damit meine Gefühle und meine Geschichten damit verarbeitet. Und ja, die Leute, die es schön finden, die sollten auch die Möglichkeit haben, einfach sich tätowieren zu lassen. Und ich finde, das sollte man den Künstlern einfach nicht nehmen, den Beruf weiter auszuführen. Deswegen sollte der trotzdem bestehen bleiben und ausgeführt werden. Ja, hallo meine Freunde. Ich bin Bobber Bernd und liebe mittlerweile Tattoos. Mein erstes Tattoo tatsächlich ein Porträt von meiner verstorbenen Frau vor einiger Zeit. Damit hat es angefangen. Und damit ich sie immer bei mir habe. Ja, so direkt auf der Haut. Und das fand ich dann so cool, auch die Tattoos, dass ich mich immer mehr drin verliebt habe, die Bilder auf der Haut zu tragen. Ich finde, sie spiegeln etwas wider, ja, und zwar aus meiner Seele. Und die nach außen gekehrt, schöne Bilder, die entstehen bei guten Tätowierern. Und mittlerweile, glaube ich, bin ich echt süchtig danach geworden. Glaubst du es kaum? Trotz der Schmerzen, die man natürlich ein bisschen hat, ne, freust du dich wieder, immer wieder auf ein neues Bild, weil alle Bilder sind Kunstwerke in meinen Augen und spiegeln halt wieder. Und meine Leidenschaft fürs Motorradfahren, meine Tattoos, für die Vikings, dann eben mit Bedeutung. Mein verstorbener Hund ist mittlerweile auf meiner Schulter, also das Tattoo natürlich. Deswegen ist es für mich unheimlich wichtig und ich finde, seitdem die Tattoo-Studios jetzt andauernd wieder geschlossen werden, leidet man auch. Also nicht nur die Tätowierer selber, klar, wir wissen nicht mehr, wovon sie leben sollen, aber die tätowiert werden auch, weil die verarbeiten damit auch viele, viele Dinge, die sie erlebt haben. Man kann es kaum glauben, aber der eine hat den lieben Partner verloren, ein anderer irgendwie sagt, vielleicht ein Haustier, Bruder, Schwester. Manche mögen sich so sehr, dass sie unbedingt ein Partner-Tattoo haben wollen, damit sie sich noch mehr verbunden fühlen.
Das ist nicht einfach bloß Schnickschnack, dass man da Farbe auf der Haut hat, sondern es hat unheimlich viel tiefgreifende Bedeutung. Und ich wäre dafür, dass unter anderem auch die Tattoo-Studios wieder aufmachen, weil Kunst gehört zu uns. Und das Tätowieren genauso. Okay, meine Leute, bis denn, euer Bobba Bernd. So, 100. Versuch. Ich bin Sarah, 28. Okay. Und ich finde es faszinierend, Kunst nicht nur auf einem Blatt Papier oder auf einer Leinwand betrachten zu können, sondern... Ich bin Christine, ich habe Tattoos, weil ich sie super schön finde, weil ich Sachen, die mir wichtig sind, verewigen kann und weil ich finde, dass man sich in seinen Tattoos ein wenig widerspiegeln kann. Ich bin Manu. Ich mag die Vorstellung, dass wir Menschen Leinwände sind, auf denen Künstler oder wir selbst unsere Geschichte verewigen können oder auch einfach nur Kunstwerke schaffen können. Ich bin selbst tätowiert, viele haben Bedeutung, einige nicht und auch einige sind von mir selber gestochen zur Übung. Aber jedes Einzelne ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von mir selbst und ich möchte auch keins davon hergeben oder vermissen müssen. Hi, ich bin Laura und auf die Frage, warum ich tätowiert bin, habe ich ein paar Antworten. Zumal ich bin eine Frau, wir haben immer wieder Komplexe und das ist ein Schönheitsding. Man kann was kaschieren, man kann was besonders hervorheben, man kann sich dadurch einfach schöner und wohler fühlen. So, dann der psychische Punkt, es kann eine Art Eigentherapie sein, der Schmerz hilft manchmal, es kann einen Abschluss bedeuten, es kann einen Neuanfang bedeuten. Ich finde, man kann es damit einfach nochmal ganz anders unterstreichen für sich selbst. Und dann halt die Sache mit der Sucht. Also es ist wirklich eine große Sucht. Es ist halt immer wieder schön, was Neues zu haben, neue Erinnerungen auf seinem Körper zu schaffen. Es ist halt einfach für mich schön. Tjas, Tachchen, warum habe ich Tattoos? Und zwar... Ich muss leider sagen, Tattoos hatten für mich nie so eine richtige Bedeutung, auch wenn es eigentlich so sein sollte. Von 14, 15 Tattoos haben nicht mal mehr die Hälfte, ich habe eine Bedeutung so richtig. Die sehen für mich einfach geil aus und wenn ihr die bei Tintenfüller bei den beiden Jungs was stechen lässt, dann wird es einfach geil. Ist einfach so, diskutiere ich gar nicht. Das sind einfach klasse Jungs. Die können ihr Handwerk, die ziehen durch. Von daher... definitiv leben und leben lassen. Die ganzen Tattoo-Hater können sich alle verpissen. Ja, nochmal was Nettes zum Schluss gesagt. Reingehauen. Hallo Leute, ich wurde gefragt, ob Tätowieren systemrelevant ist. Und ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall so ist, weil viele Menschen, genauso wie ich, Sachen verarbeiten, vielleicht auch die Vergangenheit verarbeiten mit Tattoos. Und natürlich auch jungen Künstlern den Körper als Leinwand zur Verfügung stellen. Und es auch so eine Art Therapie ist. Und deshalb finde ich, dass Tätowieren systemrelevant ist.